Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu World of Tanks. Ja, viel geändert hat sich in meiner Garage, in meinem Account nicht. Ich habe meine Premium-Zeit mal wieder vollkommen optimal genutzt. Oder sagen wir es so, ich war Stufe 14, als ich offline gegangen bin. Und als ich 2 Tage später wiederkam, habe ich wohl mit dem letzten Match die Stufe 15 erreicht. Hatte dadurch, nein, die Stufe 14 erreicht. Hatte dadurch 4 Tage Premium bekommen. Und als ich wiederkam, waren es dann schon nur noch 3 Tage. Gestern bin ich ein paar Matches gefahren. Ohne Aufnahme. Ich muss jetzt sagen, vielleicht sogar leider, weil ich hatte eigentlich ganz gute Matches. Ich versuche jetzt gerade zu überlegen, während ich rede, wie ich euch das zeigen kann, ob ich euch das zeigen kann. Und zwar mit dem T3485. Da hatten wir dann, sehe ich das hier irgendwo? Da. Mit 4 Abschüssen in einem Gefecht. War schon gut. War ein gutes Match. Es waren 2 Matches mit ihm. Beide als Low-Tier. Aber, nee, Moment, ist er gar nicht da. Da ist er. 5 Abschüsse waren es sogar. Beide als Low-Tier, aber die liefen gut. Liefen gut. Am Anfang zurückgehalten, bisschen gespottet, meine HP zusammengehalten und dann zugeschlagen. Ach ja, und dann war natürlich wieder mein Freund, der T1. Mit dem bin ich auch 2 Matches gefahren. Das erste war gewohnt. Nee, gar nicht wahr. Das erste war, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Map heißt. Das ist eine der neueren Maps. Auf der einen Seite hügeliges Gelände und dann unten so ein Hafengebiet, wo auch so eine Bunkeranlage drin ist. Wir sind aus meinem Team, bin ich mit noch einem zu dieser Bunkeranlage gefahren. Entschuldigung, ich musste mich gerade einmal kurz räuspern. Und wir sind da hingefahren. Mein Teamkollege ist relativ zügig geplatzt, weil uns kamen 5 Gegner entgegen. Aber ich habe dann diesen Bunkereingang bis zum Ende des Matches verteidigt. Ich meine, die Kanone von mir hat mal wie üblich keinen Schaden gemacht. Aber ich konnte die Gegner da immerhin festhalten. Die wollten auch nicht weg, die wollten mich unbedingt haben. Allerdings ist links und rechts von mir dann alles geplatzt und ich stand dann irgendwann zum Ende des Matches zwischen allen Gegnern. War ein schönes Match für mich jetzt so. Interessant, dass der Panzer, der T1, doch was bouncen kann. Zumindest wenn er seine ganze Front versteckt und man immer nur die Seite, so die Kette so ein bisschen rausgucken lässt und die Gegner ihm immer in die Kette schießen. Ich glaube, ich hatte 2400 geblockt. War also. Von daher war es gut, ich habe richtig was geblockt. Alles andere in dem Match war Kappes. Ja, und dann bin ich noch eine Runde LOL-Traktor gefahren gestern. Die war halt LOL-Traktor-mäßig. So, dann gucken wir noch mal, ob es heute im T3485 wieder so gut läuft. Wir haben hier immer noch nicht die ganz große Kanone. Hier haben wir ein 7er-Match. Auf Ehrenberg. Hier starten aus dem Süden. Ich denke, ich würde erstmal Richtung über K2, K3, K2 versuchen, mich Richtung Burg da zu orientieren. Aber mal sehen, was noch so passiert. Jo, ist jetzt, bei mir ist jetzt gerade Samstagmorgen. Habe hier meinen zweiten Pott Kaffee neben mir stehen. Bin einigermaßen wach. Doch, wie ich, schon gesagt habe im letzten Video oder davor. Bei mir ist momentan ein bisschen zeitmäßig eng.
Und leider leidet da auch World of Tanks drunter. Oder gerade meine... Die Zeit, wenn ich denn mal Premium habe. Oh, gestern habe ich mir noch das, wie jede Woche, das Highlight-Video von Mausakrobat seinem Stream angeguckt. Und auch von mir einen herzlichen Glückwunsch an ihn und seine Frau zur Schwangerschaft und zum kommenden Nachwuchs. Das ist ja doch schon eine große Sache. Gerade das erste Kind. Freut mich viel. Will ich vielleicht noch... Ja, komm, ich will trotzdem noch einmal will ich noch schießen. Ja. Dieser Panzer ist geil. Der trifft sogar auf die Entfernung. Unglaublich, aber... Da kann ich leider nicht helfen. Hätte ich gern. Aber geht nicht. Er steht da irgendwo hinter der Burg. Also, dass der jetzt getroffen hat, eben. Der Schuss. Ist wahrscheinlich Mother Russia. Den hätten wir auch treffen können, aber nicht durchschlagen. Obwohl das ja auch immer so ein... Ja. Wir sind noch früh. Was macht die Hellcat denn da? Ich dachte gerade, die fährt frontal auf den T-150 zu. Da hinten ist ein Tiger 1, der steht da auch. Glaube ich ein bisschen. Schade. Oh. Da wollte ich einfach nur schießen. Ich will schießen. Bum bum machen. Ich überlege gerade Richtung Burg zu fahren. Habe aber den Verdacht, dass ich mich da extrem expose, wenn ich jetzt hier vorne irgendwo hinfahre und platze. So. Jetzt habe ich also selber schon die Vermutung, dass das eine Shit-Idee wäre. Sollte ich es vielleicht lassen. Dann hol der es raus. Schön. Ich will gerade sagen, da haben wir ja wieder aufgeholt. Aber ich muss, glaube ich, irgendwie aktiver werden. Oh Mann, nee. Jetzt bin ich allein hier auf der Flanke. War super. Wir waren doch eben noch zu zweit da. Oder zwei waren noch vor mir da. Nice Cover, T-34. Willst du mich verarschen? Ist auch egal. Er fährt einfach wild nach vorne. Auf den gegnerischen... Leit zu. Wird rausgenommen und flamet jetzt mich. So gehört sich das, oder? World of Tanks. Schuld sind immer die anderen. Nice Cover. Was hätte ich denn machen sollen? Vor allen Dingen, er rommelt da nach vorne. Hat er mir vorher gesagt, dass er das macht? Nö.
hätte er mir mal was gesagt. Hier mal kurz Discord oder Teamspeak Invite geschickt. Und sagt hier, Jubo, ich fahre jetzt vor, covern. Nein, Leute, kommt schon. Jetzt kommt da so ein Tiger auf mich zu. Was soll ich dagegen machen? Schlimmer jetzt über die Hellcat, die mich da spottet. Oh Gott, hab ich gesagt, die Hellcat ist schlimmer? Der geht nicht. Ich muss gleich übers offene Feld vor dem Tiger wegfahren. Ich hab Glück, dass der Boogie da hinten nicht auf mich schießt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh nein, ich hab falsch gelenkt. Ja, ich bin jetzt raus. Ganz ehrlich. Ja, ist zu spät, Junge. Ich konnte immerhin einen Schuss anbringen. Traum, Traummatch. Ich glaube, der Tiger wird jetzt der Match wieder. Eigentlich hoffe ich fast, wir gewinnen das Match nicht. Ich möchte da keinen Tagessieg raus haben. Nun gut. Dann fahren wir jetzt mit meinem Lieblingspanzer. Dem LOL-Traktor. Nein. Wir gönnen uns einen Schluck Kaffee. Oh, wird langsam kalt. Aber ich habe gehört, kalter Kaffee macht schön. Dann mehr davon. So, dann suchen wir uns jetzt einen Stein und stellen uns dahinter. Ja, Highway. Cool. KV2, T51, Tiger 131. Die klatschen mich so aus dem Leben. Ich kann damit nicht hier oben aufs offene Feld fahren, dafür bin ich viel zu langsam. Ich kann mich nirgendwo verstecken, weil dafür bin ich viel zu groß. Okay, dann fahren wir in die Stadt und hoffen, dass wir irgendwie aus dem Hintergrund ein paar Schüsse anbringen können. Gestern hatten wir auch so ein... War es hier mit dem T1? Ich weiß nicht, in irgendeinem der Matches. Wir hatten in unserem Team hier zwei deutsche Standardpanzer und das Gegnerteam hatte zweimal, also im Platoon, den Panzer 5-4. Fand ich auch sehr gerecht. War wahrscheinlich Maus. Ja, im T1 war es, hier mit ihm hier. Das war das Match, wo ich mich da unten am Bunker rumgeschlagen habe. Der T1 sieht aus wie ein Panzer, den ich als Kind gemalt habe. So von den Formen her. Jetzt auf den Turm. Der war nicht so weit vorne und der war runter. Ja. Shit.
erstmal orientieren. Orientalisch. Oh, toll. Das ist schon mal gut. Nein. Da ist aber ein Häusle. Wenn ihr mich gerade sehen könntet. Ich hänge meinen Kopf hier ganz nach links und versuche, um die Ecke zu gucken. Damn it. Oh, ich hing total schräg auf meinem Stuhl. Den KV1 hätte ich besser erwischt. KV2. Ich schätze, der ist noch im Reload. Da bin ich sehr nicht mehr im Reload. Und jetzt hat er mich gesehen. Toll. Now he moves. Moves. Close. Und er schenkt mir voll ein und ich treffe nicht mal. Ja, gut. Vielleicht ist das doch noch zu früh für mich hier heute. T1 gar nicht mehr spielen. Das ist mir... ist einfach deprimierend, finde ich. Mit diesem langsamen Panzer rumzueiern. Ich meine, klar, auch mit T-34-85. Ist mal ruhiger, man verliert mal, aber irgendwie macht es alles insgesamt mehr Spaß. Dann fahren wir eine Runde LOL-Traktor. Ach, den Zweier für der Deutschen habe ich mir schon gekauft, aber... Ist ja jetzt gerade für 50% zum Tankfest, dann habe ich mir gedacht, dann sparst du dir die Credits und holst ihn dir zum halben Preis. Mach den Kohl vielleicht nicht fett, aber 50% sind 50%. Bei 50% kauft sogar der Held der Steine Lego. Und weil es gerade aktuell ist, habt ihr den zweiten Teil von vom letzten Akt der Bohne gesehen von Julian Bam. Meine Herren. Was der Mann mit seinem Team auf YouTube macht, unglaublich. Und Julia, oh Gott, jetzt werde ich mich wieder voll in die Nässe setzen. BitoX, ich weiß leider nicht, wie man diesen Nachnamen ausspricht. Also, wenn die Frau US-Amerikanerin wäre, hätte die easy einen Vertrag bei Disney oder Netflix und hätte schon lange ihr Record-Label, hätte sie schon längst unter Vertrag. Also, die Frau ist ja ein absolutes Multitalent. Und John. John oder Joan, wie er, glaube ich, geschrieben wird. Ey, der Junge, der hat's. Der muss ja so ein stilles Gewässerchen eigentlich sein, aber... Wenn es für den heißt Action, der dreht so auf. Hammer. Also was Julian Bam da macht. Krass. Ach ja, und... jetzt hätte ich fast gesagt, Dschungelcamp. Seven vs. Wild. Die Vorbereitung für die zweite Staffel laufen. Im Dschungel. Klingt verdammt spannend, aber ich hoffe für alle Teilnehmer, insbesondere aber auch für Fritz Meinecke, dass alle Leben wiederkommen. Und ohne schwere Verletzung. Meine Herren. Von dem gemütlichen schwedischen Wald ab in die, auf eine Dschungelinsel. Mit Giftschlangen, giftigen Pflanzen und ach, was weiß ich nicht, alles, was dich töten will. Und dann auch noch in der Regenzeit, wo jederzeit ein Tsunami oder sonst was
kommen kann. Respekt. Also erstmal an alle, die da mitfahren. Respekt. Knossi. Respekt. Eine große Schnauze kann auch schon mal hinderlich sein. Gut finde ich, dass jetzt mindestens zwei Frauen teilnehmen. Sabrina Outdoor, gucke ich mir auch gerne an den Kanal. Starlet Nova war jetzt für mich völlig neu, aber super sympathisch. Denke, da werde ich mir demnächst auch mal ein paar Streams oder Videos von ihr auf YouTube angucken. Macht einen super sympathischen Eindruck. 15 Jahre, ja, Hardcore-Pfadfinder. Sascha Huber, der sich schon Spezialtraining beim österreichischen Militär gesichert hat. Ja, auch nicht schlecht. Ja gut, Fritz Meinecke. Schade ist mit Marc-Robert Lehmann. Aber war fast zu erwarten, dass der Mann keine Zeit hat. Warte mal. Komm, 3 Minuten, dann hüpfen wir lieber in den und versuchen hier mal ein gutes Fünffachgefecht zu kriegen. Dass der Robert keine Zeit hat, der Herr Lehmann, war irgendwie zu erwarten. Auch ein Fritz Meinecke ist über das ganze Jahr ausgebucht. Der hat auch keine freien Termine, mal eben spontan für 2 Wochen wegzufahren. Also von den Kandidaten her, von der Insel her, wesentlich interessanter als Staffel 1. Wesentlich. Aber auch viel gefährlicher. Würde ich es machen? Nein. Nein. Auf gar keinen Fall. Also im ersten Moment hier tropische Insel. Ja, geil, ne? Weil bei tropischer Insel die Bilder, die man als erstes im Kopf hat, weiße Strände. Der übrigens kein Sand ist. Und blaues Meer. Sonne. Ja, das ist so, das war man so, tropische Insel. Yeah. So eine Woche Urlaub. Let's go. Am Strand schlafen. Ja. Dann denkt man vielleicht noch ein zweites Mal drüber nach. Und dann kommen einem so Begriffe wie Dschungel erstmal in den Kopf. Wetter. Hitze, Regen. Tiere. Pflanzen. Nee, ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Auf gar keinen Fall. Da könnte mir Fritz Meinecke auch 20 Einladungen schicken. Ich meine, ich bin auch Vater. Ich habe ja auch Verantwortung in meinem privaten Leben. Ich würde nicht einfach mal eben so in den Dschungel fahren. War der da alleine auf der Flanke? Berühmte letzte Worte. Oh, der war nichts so weit vorne. Da ist mein Premium-Cousin. Und da steht noch der Streuselwagen. Na, der steht nicht, der fährt. Werde ich hier gespottet? Werde ich. Den Schuss wollte ich einfach machen. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Ein Zeichen, hier wegzufahren. Obwohl, vielleicht war es zu früh. Jetzt denke ich wieder, ein T-34-85, ein Streuselwagen gegen ein T-34-85 und M und T-34-85. Aber andererseits sage ich mir, ich kann auch von hier verteidigen. Wenn ich wieder nicht so blöd fahre.
Ja. Zum Glück sind die Kanonen der Gegner genauso bescheiden. Come on, das kann doch nicht sein. Doch, kann es sein. Das ist eine Tier 6 Russenkanone. Natürlich kann es sein. Aber gestern hat die Gun auf, ich weiß es nicht, 500 Meter punktgenau gesniped. Ja. Also klar. Nein. Ach, herrlich. Das war geil. Komm, seid ehrlich. Das war so lustig. Wo ist? Er will jetzt nicht, okay. Vielleicht hat er recht. Jetzt mal hier durch dieses Dünenbett. Stückchen weiter nach vorne. Type 64. Er wird gleich wieder auf mich schießen. Ohne dass ich ihn sehe. Hat ist ja eben ein bisschen gerannt, das haben wir gesehen. Ja, da steht da oben.
Sterne im Himmel. Gucken wir nochmal hier im Loch. Ja. Lustiges Match. Ja, gutes Match. Nein. Meine Herren, Wicken. Hier wird wieder nur gemotzt, ey. Das ist. Ach ja. Samstagmorgen. Die Arti, die rennt aber auch. Sie unsere Gegner jetzt alle Mann da oben eingegangen? Weißt du was? Der T34 hat recht. Einfach kippen. Gar nicht da hochfahren. Und sich jetzt einer nach dem anderen abfarmen lassen. Ich gehe mit kippen. Also ich habe das Geräusch gehört. Wir haben gewonnen, ne? Ich sag ja. Also hätten wir nicht gekappt, hätten wir das verloren. Das war irgendwie so eine Katastrophe, glaube ich zumindest. Das war irgendwie so ein... So komisch. Manchmal fühlt es sich einfach komisch an. Dritter Klasse, ich weiß auch nicht. Dritter Klasse kriege ich mal mit dem irgendwie schnell, aber... Zweiter Klasse weniger und... Darüber hinaus habe ich noch nicht gesehen. Naja, wir brauchen die Punkte. Brauchen wir die Punkte? Wir brauchen die Punkte. So, ihr Lieben. Ich werde an dieser Stelle jetzt mal Schluss machen. Ich werde mir jetzt noch einen frischen Kaffee holen. Und dann werde ich wohl noch weiter... Ja, danach machen wir noch ein paar Matches. Aber ich brauche jetzt erstmal einen frischen Kaffee. Und muss noch so ein, zwei andere Sachen machen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.